Also auch heute hat es in der Basszeit wieder ganz, ganz viele glatte Leserbriefe gegeben zum Polarium, oder wie wir jetzt wissen, dass es nicht Polarium heisst, sondern zum Schlotterdeck, wie wir den neuen Namen jetzt kreiert haben. Und da gibt es ein paar negative Stimmen aus der Stadt Basel. Zum Beispiel die Jürgen Käser findet, dass die Nähthalle der falsche Ort ist. Der Michael Judy findet Pinguin Posse eine Lachnummer. Aber dass eine Posse eine Lachnummer ist, das versteht sich einfach selber. Dann kommen wir doch zu den positiven Worten, die wiederum von unseren lieben Freunden vom Land stammen. Zum Beispiel von der Claudia Thüring. -TH aus Ettingen. Sie findet, das Polarium ist eine gute Sache. Wir sind zwar vom Lande, Klammer, Ausrufezeichen, Komma, besuchen, aber mit unseren Kindern sehr gerne den Basler Zolli. Auch begrüßen wir, dass für den Zolli sichtlich ständig etwas im Tun ist, Klammer, neue Anlagen etc., Klammer, Klosse. Liebe Basler Regierung, Doppelpunkt, waren Sie schon einmal im Zürcher Zolli? Nein? Dann bauen Sie schleunigst dieses Polarium. Das war eben Claudia Thüring aus Ettingen, wo da wieder sehr vehement für das Polarium oder wie es neu heisst, Schlotterdeck Stellung nimmt. Dann hat der Andreas Graber aus Muttens dort auch wieder jegliche Kantonsgrenze aufheben und schreibt, stimmen wir ab, hundertprozentig ja für das Polarium-Projekt. Originell, einmalig, kinder- und seniorenfreundlich. Und erst noch finanziert von Frau Gialetti Sarasin. Liebe Findungskommission und Basler Regierung, aufwachen, der Tag ist angebrochen. Was für ein Tag angebrochen ist, sagt er nicht, aber er ist wieder absolut.